Wir bilden grundsolide Betriebswirte aus. Das tun viele andere auch. Das ist auch nichts, wo wir uns jetzt besonders mit schmücken können. Aber ich glaube, womit wir uns als Alleinstellungsmerkmal doch auf dem Arbeitsmarkt auch beweisen können, ist, dass unsere Studierenden neben der grundsoliden BWL-Ausbildung eben dann die Anwendungsorientierung im EWM-Bereich bekommen und sie immer in einem Spannungsdreieck arbeiten und studieren, nämlich sowohl die technischen Rahmenbedingungen, auch wenn es keine Ingenieure sind, aber sie sind in der Lage, mit technisch affinen Studierenden aus anderen Fachbereichen hier an der Hochschule zum Beispiel zu kommunizieren. Sie sind gleichzeitig verortet in der Betriebswirtschaftslehre, also in der Wirtschaft, und sie sind zum Dritten verortet, dass sie auch den rechtlichen Rahmen kennen. Also wir haben sozusagen dieses Dreieck aus Technik, Wirtschaft und Recht. Es kann sein, dass aus dem Dreieck irgendwann noch mal ein Viereck dazu kommt, weil im Zuge der Digitalisierung mit immer mehr Daten wird es immer wichtiger, auch große Daten- und Informationsmengen zu verarbeiten. Das heißt, die Digitalisierung, so wie wir sie auch als Lehrkräfte jetzt im Rahmen der Lehre erleben, wird für unsere Studierenden und Absolventen auch immer wichtiger sein. Also es wird irgendwann nicht reichen, dass man sich in Excel gut auskennt, sondern muss auch dort auch als Nicht-Informatiker einfach aufrüsten. Und da sind wir bei.